hier ist ein Substitutionsarzt, bei dem ich war, ja. Ja, bei dem war ich nicht so lange, ein Jahr. Das hat so mit der Zusammenarbeit nicht so gut gepasst mit uns. Naja, ich habe mich halt schlecht benommen, ja. Bei Substitutionspraxen oder bei Ärzten ist es wichtig, das muss passen, ja. Nur einfach passen. Wenn da dann auch ein Vertrauensverhältnis aufgebaut ist, dann kann man auch damit arbeiten. Ja. Ansonsten holt man nur seinen Meter ab oder seinen Methadon ab und seinen Pulamidon und geht wieder. Ja. Da ist auch drin, klar, kann man auch machen. Ich habe zumindest meinen Lebensstandard ein bisschen verbessern können. Ja. War dann auch, habe dann oft Anbindung an die Betreuung gehabt, ja, was es da alles so gibt. PSB, betreutes Wohnen, Drogenberatung. Ja. Und war zumindest so gut versorgt gewesen an dem Punkt. Ja. Also mit psychosozialer Betreuung, Gesprächen, und auch mal eine Weihnachtsfeier dann im betreuten Wohnen. Und, aber eigentlich am Leben vorbeigelebt. Ja. Als Methadon, das kriegt man nach so langer Zeit auch nur noch sehr schwer entzogen. Ja. Also es ist kein Vorteil, Methadon substituiert zu sein. Das lindert vielleicht ein bisschen das Elend, aber ich hab's gepackt. Ja. Und das war dann natürlich auch nicht leicht, so die ersten zweieinhalb Jahre. Das größte Problem bei Drogenentzug oder langfristiger Entwöhnung sind Entzugserscheinungen, die Süchtige über kurz oder lang wieder zurück zur Droge treiben. Hier setzt die Substitution an. Die Droge wird durch einen Ersatzstoff ausgetauscht, der an den gleichen Rezeptoren im Gehirn andockt und sie über lange Zeit blockiert. So entsteht kein Rausch, aber der Körper giert auch nicht mehr nach dem Stoff. Die Hauptgeschichte, warum das mal entstanden ist mit der Substitution, warum sich das überlegt hat, war damals, vor so 25, 30 Jahren, das massenhafte Auftreten von HIV und Hepatitis C sozusagen. Ja, und genau, und da wollte man und musste man den Leuten auch einfach ein Angebot machen, und daraus ist die Substitutionsbehandlung entstanden. Und das ist klar, es war damals hoch umstritten innerhalb der Drogenszene sozusagen, ja, die sich ja doch, wo damals noch der Königsweg war, eine stationäre Drogenlangzeittherapie und das Abstinenz. Und die Abstinenzgeschichte sozusagen, das war der Königsweg, und da sollte es hingehen sozusagen. Und da kriegten dann auf einmal Leute den Stoff, den sie eigentlich konsumieren, vom Staat sozusagen. Und das ist natürlich irgendwie, wow. Ja, das war ganz hoch kontrovers und umstritten. Früher musste man Mitte 20 gewesen sein, man musste zwei abgeschlossene oder abgebrochene Drogenlangzeittherapien gehabt haben und eine Infektionserkrankheit, HIV oder Hepatitis C, und dass man überhaupt die Voraussetzungen für eine Substitutionsbehandlung erfüllt hat. Und das ist heute ganz anders sozusagen. Das ist sehr viel niedrigschwelliger. Leute müssen 18 Jahre sein, müssen eine längere Zeit Opioide konsumiert haben. Das sind jetzt die Grundvoraussetzungen dafür. Die Ausgabe der Medikamente erfolgt unter ärztlicher Aufsicht. Arztpraxen, die Substitution verschreiben, sind häufig darauf spezialisiert. So auch die Praxis in der Morusstraße in Neukölln. Meine Kollegin Frau Rocke und ich, wir sind beide hausärztlich tätig. Frau Rocke auch noch mit einem infektiologischen Schwerpunkt, ich mit einem schmerztherapeutischen Schwerpunkt. Aber schwerpunktmäßig sind wir beide hier als Suchtmedizinerinnen tätig im Bereich des substitutionsgestützten Therapieprogramms für Patienten mit Opiatabhängigkeit. Die Patienten sind ja häufig schwer krank, also auch eher multimorbide, haben eher mehrere Erkrankungen, auch nicht nur HIV und Hepatitis C, was man so meint, sondern auch sind auch schwer internistisch erkrankt, häufig auch psychiatrisch komorbide. Soweit wir das können, behandeln wir das mit. Ansonsten versuchen wir, mit Psychiatern zu kooperieren. Substitution verhindert nur den körperlichen Entzug der Droge. Die psychische Abhängigkeit, die Gewöhnung an ein Leben mit der Droge, selbst die durch die Sucht entstandenen prekären Lebensumstände bleiben bestehen. Deshalb sind Praxen für Substitution häufig an psychosoziale Beratung gebunden. Werktags um 9 macht die Substitutionsvergabe auf, und dann kommen die Leute zu uns. Oder erstmal zur Substitution, danach kommen ganz viele zu uns, und dann gibt es ganz viele Einzelgespräche bei meinen Kolleginnen und Kollegen.
wo sie dann halt auch ganz viele Themen besprechen. Ich habe eigentlich fast ausschließlich Opiate genommen, also Heroin. Ja, und dann wurde halt die typische Karriere daraus erstmal. Ich bin jetzt in den Knast gekommen wegen Handel mit einer größeren Menge und von Moabit aus dann nach Westdeutschland in eine Therapie. Bin dann aber auch wieder rückfällig geworden. Und dann 2004 kam ich nach Berlin, weil meine Mutter schwer krank war und gestorben ist. Und seitdem bin ich hier in dieser Praxis und werde substituiert. Lass mich durch. Also ich bin jetzt 63. Ich weiß, was es bedeutet, davon wegzukommen. Und wenn ich nicht unbedingt, also wenn ich ein bisschen größer einschnitt in meinem Leben sein, dass man eine Frau kennenlernt, mit der man wirklich nochmal neu was anfangen möchte. Weil die Substitution hemmt so ein bisschen das Sexualverlangen. Okay. Aber sonst, nee, würde ich damit in die Ruhe fahren. Heroin hat eine bestimmte Wirkung im Körper, wenn es richtig ist. Und ja, von dem anderen werden eigentlich nur Rezeptoren besetzt. Also da hat man keinen Kick oder man pennt irgendwie allen oder sowas. Also, du müsst schon dann jemand sein, der overdosed ist oder viel Alkohol hinterher trinkt, dann vielleicht. Ja. Doch eigentlich nicht. Also ein ganz normales Zeug, was man nimmt, geht man wieder arbeiten und dann hat sich das. Die Substitutionsmittel wirken deshalb, weil sie genau an den Stellen im Gehirn andocken können, an den Rezeptoren, wo sonst das Opiat andockt sozusagen. Da dockt das Substitut dann an und macht halt einfach, dass der, also ganz platt gesagt, dass der Konsumdruck weg ist oder dass das Verlangen weg ist erstmal. Ja. Methadon und Polamidon machen in der Regel keinen Rausch. Ja, das ist relativ. Es gibt Leute, die sagen, ja, da gibt's was sozusagen. Oder wenn ich dann noch Bier dazu trinke oder Alkohol dazu trinke, dann wirkt das so ein bisschen sozusagen. Ja, das ist. Aber insbesondere bei Methadon und Polamidon ist die Schwierigkeit und dass viele Menschen das auch berichten, dass sie sagen, das schneidet einen sehr, sehr stark von den Emotionen ab. Man fühlt sich so wie so eine Käseglocke. Das ist bei einigen Patienten bei uns oder Klienten bei uns, aber auch genau das, was sie auch wollen. Ne? Die wollen einfach davon weg, die wollen von dieser Außenwelt abgeschnitten sein, die wollen, dass keine Gefühle, keine negativen Gefühle, die sie ja sonst ohne das Substitut und auch ohne das Heroin oder was auch immer sozusagen ganz doll spüren, mit denen sie ja nicht klarkommen irgendwie, dass das weg ist. Opiate sind ja Medikamente mit einer ausgesprochen geringen Organtoxizität. Patienten, also das sieht man ja auch auf der Straße, Patienten mit einer Opiatabhängigkeit, können wirklich sehr, sehr alt werden. Das Ziel ist ja eher quasi, dass diese einmal tägliche Einnahme es den Patienten ermöglicht, dass sowohl ihre Krankheiten versorgt werden können, als auch, dass sie wieder also in ihrem Rahmen angemessenen Leben nachgehen können, arbeiten gehen können. Die hat überhaupt keine, die ist eher stabilisierend. Viele der Klienten bei uns haben große Schwierigkeiten, ihre Post zu öffnen, durchzulesen, bis zum Ende durchzulesen, auch zu gucken und zu verstehen, was da drin ist. Also deswegen spielt dieses Thema Postbearbeitung auch in der PSB eine relativ große Rolle, weil viele Leute ihre Post dann mitbringen und man die dann anguckt und guckt, was daraus zu tun ist, dass man mit den Klienten Briefe schreibt, sie dabei unterstützt. Viele Leute kommen wegen akuten Geschichten, dann guckt man, was man akut machen kann. Für manche Geschichten verabreden wir uns nochmal. Natürlich wäre für uns die Arbeit manchmal leichter, wenn die Leute zu ihren Terminen kommen würden. Ja, man könnte es besser planen, die Leute hätten die Zeit, die sie brauchen und die ihnen auch gehört sozusagen, die hätten, könnten sie in Anspruch nehmen. Das klappt leider nicht immer so. Das ist ein großes Thema sozusagen, ja. Mit einigen Klienten passt es besser. Und so ist es manchmal auch so ein Ziel. Man sagt es so, am Anfang kommen sie in der richtigen Woche, später dann kommen sie am richtigen Tag und ganz zum Schluss kommen sie zur richtigen Uhrzeit sozusagen. Ja, das ist ein bisschen überspitzt jetzt alles, aber so ein bisschen so in diese Richtung geht es manchmal auch so. Du musst vielleicht der Brigitte Bescheid sagen, dass ich auf sie warte. Ja, ach super, hallo Uwe. Moin. Sag mal, wie lange geht denn deine MAE eigentlich noch? Geht noch bis Ende des Jahres.
Aber ich hoffe, dass wir nochmal 3 Monate verlängern. Und würde das denn bei demselben Träger gehen, bei dem du jetzt schon bist? Nee. Also die stellen nur vom Jobcenter oder halt, die stellen zwar fest ein, aber ich glaube, da falle ich nicht unter die Kandidaten, die sie da nehmen würden. Hallo Ralf. Hallo. Du kannst da schon bitte Platz nehmen. Also wenn du möchtest, können wir dann am Freitag nochmal Kügelchen kleben, dann brauchst du nicht so lange drauf lassen. Ja, es ist eine USA entwickelte Methode, die unterstützen soll bei der Entgiftung so beruhigt werden. Das ist eine sehr günstige Behandlung von vielen Drogenabhängigen, eigentlich mit Nadeln, aber es gibt eben auch so eine sanfte Methode mit kleinen Kügelchen, das sind Goldkügelchen. Und Ralf, du hast gesagt, dir tut es gut, ne? Ja. Jetzt merke ich es nicht mehr so. Am Anfang hast du es mehr gemerkt. Ja. Das, was für die Leute ja zentral ist, die zu uns kommen, ist, dass der Suchtdruck und dieses Verlangen, etwas zu konsumieren sozusagen, dass das durch die Substitution erstmal gelindert wird. Ja? Die Leute müssen nicht mehr kriminell werden. Sie bekommen einen verordneten Stoff von einem Arzt sozusagen, der es kontrolliert. Da holen sie sich keinen Dreck irgendwie. Ne? Das ist alles okay. Die Sozialarbeiter unterstützen sie gemeinsam, dass sie die Schritte machen können, dass sie wieder, wenn es nicht schon ist, einen Leistungsbezug kommen, dass sie ihre Wohnsituation klären. Das ist schon praktische Überlebenshilfe zum Teil auch. Und ich glaube, da sind wir relativ erfolgreich, was das betrifft. Ich habe gedacht, Kokain nehme ich bloß so zum Zeitvertreib. Ich habe nicht erkannt, dass das eine Arbeit war. Aber das war's. Ein riesiger Job. Es aufzutreiben, die Quelle aufzutreiben, das Geld aufzutreiben. Es war ein Fulltime-Job. Und sobald ich high war, bin ich natürlich nicht mehr aufgestanden und in die Arbeit gegangen. Ein großer Anteil unserer Arbeit ist die Zusammenarbeit mit der Medizin. Also wir treffen uns jeden Morgen. Heißt bei uns Morgenrunde sozusagen, da sind die Ärztinnen dabei, da sind die von der die medizinischen Fachangestellten mit dabei und wir mit dabei. Wir besprechen dann kurz Fälle sozusagen, gucken, auf welche Leute wir achten müssen, ja, die jetzt irgendwie vielleicht besonders gerade in einer schwierigen Phase sind. Maybe we can change our world around. So, Herr. Kommen Sie rein, nehmen Sie Platz. Ja, hallöchen. So. Gut. So. Also in der Tat haben wir anhaltend erhöhte weiße Blutkörperchen. Das heißt, irgendwas geht da vor sich, irgendein entzündlicher Prozess, den wir jetzt wirklich auch auf den Grund gehen müssen. Mit den Werten laufen Sie auch schon so ein bisschen rum, ja. Wir kontrollieren die ja die ganze Zeit, die sind ja eher so ein bisschen im Rückgang. Das Beste ist, Sie gehen rüber zu Frau Körner. Ich weiß nicht, ob die heute im Haus ist oder ob die in einer anderen Praxis ist. Ich habe sie schon gesehen. Okay, dass die mit Ihnen einen Termin ausmacht zum Ultraschall. Und überhaupt machen wir jetzt bald einen Dreiergesprächstermin mit Frau Körner, ja, dass wir nochmal mit diesem Konsumtagebuch, also dass wir das alles nochmal besprechen, so ein bisschen eintüten. Ja. Wie kann man das besser organisieren, strukturieren, den Tagesablauf momentan. Okay, ich gehe jetzt zu Frau Körner, kümmere mich um den Termin und... Genau, geben mir dann Bescheid, wann der Termin ist. Ja, der sollte nicht in allzu weiter Ferne sein. Machen wir. Ja? Okay, vielen Dank. Ja. Ja. Tschüss. Tschüss. Heide Neide. Ach so, die Klingel an. Aha, da ist er. Hi, ich soll zu Frau Körner nach hinten. Frau Dietze hätte gerne, dass ich schnellstmöglich einen Termin bekomme für einen Ultraschall. Ich glaub, du das für mich. Ja, dann lass uns doch mal rübergehen. Ja. Wegen der Bauchspeicheldrüse. Die ist in Ordnung jetzt diesmal. Da ist alles top. Jetzt macht. Sie meinte der Darm, vielleicht auch der Magen. Wir wissen es nicht genau. Guck mal erstmal in Neukölln. Möchtest du anrufen, sei ich? Machst du das bitte? Mhm. Tag ist egal, klärst du dann so auf. So schnell wie möglich. Alles ist besetzt. Dann würde ich mir drüben,
drüben einen Aufkleber holen. Ich brauche dann einen bestimmten Code für. Und den Termin machen und würde dich dann nochmal anrufen. Tun wir aber. Ja? Ja, dann behalte ich die erstmal hier und du holst die dann wieder ab, wenn du den Termin hast. Also ich finde, diese Art der Medizin ermöglicht einem einen wahnsinnig intensiven Kontakt zum Gegenüber. Also es geht nicht nur darum zu gucken, welche Dosis von welchem Medikament würde jetzt den Blutdruck senken und dann geht es Gegenüber wieder, sondern hier geht es ja wirklich um Beziehungsaufbau, um langes Begleiten. Ich sitze hier nicht mit der Haltung, ich weiß, was fürs Gegenüber richtig ist, sondern ich versuche erst mal zu eruieren, welche Geschichte hat das Gegenüber, welche Notwendigkeit hatte die Sucht für den oder diejenige. Das ist eine ganz andere Form der Medizin, die einem auch viel mehr Freiheit gibt. Ja, das ist sehr anstrengend, speziell auch dieses in Bindung gehen, aushalten, dass Menschen eine schwere Geschichte haben, misstrauisch sind, ablehnend sind, einem selber auch so begegnen. Aber zu sehen, wie sich das verändert und auch zu sehen, wie die Menschen so ein Verhältnis zu sich und ihrer Gesundheit entwickeln, das macht einfach wahnsinnig Freude. Ich bin sehr froh, dass die Ärztinnen und Ärzte zumindest in unserer Klinik den sozialen Aspekt erfragen und dass der überhaupt auf dem Schirm ist. Yesterday you came to the emergency room. Do you still remember what happened? Also oft geht es gar nicht mehr um Abstinenz, sondern um eine Verlängerung von abstinenten Phasen oder einfach mal eine Konsumpause. Also das sieht man hier eigentlich überall. Also hier gehört es zum guten Ton, ein Bier in der Hand zu haben. Man hat die Versuchung quasi immer vor der Nase. Das ist das Schwierige daran. Die meisten Leute, die sich dem Projekt widmen und dranbleiben, die schaffen es irgendwann. Die Frage ist nur, wie lange ist das und was bedeutet schaffen?